Du öffnest die Tür, machst einen Schritt hinein, dein Vierbeiner läuft ein paar Schritte auf dich zu, plumpst wie ein nasser Sack auf den Boden vor dir und dreht sich auf den Rücken. Ein Bild, das sich vielen Katzenbesitzern häufig bietet. Aber warum ist das eigentlich so? Wenn ein Tier auf dem Rücken liegt, ist es in höchstem Maße verletzlich und wehrlos. Kehle und Organe liegen ungeschützt nach oben gerichtet und ein schnelles Entkommen ist nicht mehr möglich, sollte Gefahr auftauchen. Zuallererst ist eine solche Geste deshalb eines, ein Zeichen für bedingungsloses Vertrauen. Nur die allerwenigsten Katzen würden das tun, wenn ein für sie fremder Mensch den Raum betritt. Gleichzeitig zeigt die Pose aber auch ihren aktuellen Energielevel. Denn wäre dein Vierbeiner gerade aktiv, energiegeladen und unternehmungslustig, würde er trotz allem Vertrauens eher ein anderes Verhalten an den Tag legen. Nämlich flott auf dich zulaufen, sich an dir reiben oder auch mit einem oder mehreren Miauen zu Protokoll geben, dass er bereit für Unterhaltung ist. Wenn deine Katze also auf den Rücken plumpst, sich vielleicht noch streckt oder gar gähnt, weißt du, dass jetzt eher die Zeit für eine Streicheleinheit ist, als für Halligalli oder Spieleinheiten. Aber Vorsicht, wenn deine Katze dir ihren Bauch präsentiert, heißt das noch nicht, dass sie deshalb auch bereitwillig zulässt, dass du sie am Bauch streichelst. Manche Katzen mögen es, für viele ist aber der Instinkt des Verteidigens dieser empfindlichen Stelle so ausgeprägt, dass schon eine leichte Berührung am Bauch schmerzhafte Folgen für dich haben könnte. Ohnehin kann aber ein zu bereitwilliges und vertrauensvolles Verhalten deines Vierbeiners, insbesondere als Freigänger, auch Gefahren bergen. Ragdoll-Katzen beispielsweise haben häufig ein so großes Vertrauen selbst zu fremden Menschen, dass sie nicht selten sogar ohne Angst in deren Auto steigen würden. Dann doch lieber in der Gewissheit leben, dass dein Freigänger ein paar Kratzspuren verteilt, sollte ein Fremder versuchen, sie mitzunehmen, oder? Wie siehst du das? Möchtest du mehr zu Ragdoll erfahren, findest du übrigens hier links das Rasseporträt zu ihr. Und wenn dich interessiert, was noch dazu führen kann, dass dich deine Katze kratzt oder beißt, dann schau dir das Video rechts an. Klicke einfach auf eines der beiden Bilder zum Weitersehen.